Olli. Ui. Morgen allerseits. Ich bin heute noch so müde. Die letzten zwei Tage habe ich wirklich nicht gut geschlafen, vor allem vorgestern. Da konnte ich irgendwie gar nicht einschlafen, weil ich so aufgewühlt war und nicht zur Ruhe gekommen bin, obwohl ich todmüde war und auch dann am Abend schon feuerrote Augen hatte. So, ich mache jetzt schnell Frühstück. Dann wollte ich noch schnell die Wohnung putzen, bevor ich aus dem Haus muss, damit ich das wieder nachher nicht machen muss. Und gestern ist doch tatsächlich die Sicherung rausgeflogen in der Küche. Ich habe Kartoffeln gekocht, habe die schon mal aufgesetzt auf dem Herd, habe ich dann an den Computer gesetzt und den Daily Vlog für heute Abend geschnitten. Und auf einmal macht's Busch. Computer schwarz. Strom weg. Ich so, oh nee. Vor allem, ich war ja mitten im Video schneiden, das heißt, es war alles weg. Was will ich denn überhaupt? Eigentlich habe ich es eilig und irgendwie trödelig. Ja, was habe ich dann gemacht? Habe versucht, die Hauptstromsicherung wieder reinzumachen. Das ging aber nicht. Und dann habe ich die einzelnen Sicherungen rausgemacht und dann immer versucht, die Hauptsicherung wieder reinzumachen. Und bei der Küchensicherung ging es dann. Das heißt, es muss wieder irgendwas mit dem Herd sein wahrscheinlich. Ja, jetzt ist erstmal die Sicherung draußen. Ich konnte da mein Essen quasi nicht zu Ende kochen, was ziemlich doof war. Und ja. Ich werde das nachher nochmal probieren, ob ich die Sicherung wieder reinmachen kann. Wahrscheinlich ist wieder irgendwie Feuchtigkeit irgendwo hingekommen. Und ja. Jetzt erstmal Frühstück. Ich esse Reiswaffeln mit Erdnussbutter. Ich habe immer von Barney's Best Crunchy Peanut Butter. Okay, das wäre toll, wenn die Kamera fokussieren würde. Ah, also hier von Barney's Best Crunchy Peanut Butter. Ich mag die mit Crunch-Stückchen lieber. Und ja, gesalzen ist, glaube ich, normal, ne? Obwohl ich mal eine hatte, die war nicht gesalzen. Und das mag ich nicht. Ich mag das gern gesalzen. Dann Erdbeermarmelade von Zwergenwiese, Fruchtgarten, 70% Frucht, Himbeere mit Agavendicksaft, gesüßt, sehr lecker. Und natürlich Butter, klar. Während ich jetzt frühstücke und mich dann gleich schminke, schaue ich auf meinem Handy noch ein YouTube-Video. Es lohnt sich nicht für die kurze Zeit, den Computer anzumachen. Und zwar schaue ich von Babs Vlog, Here Comes the Tantrums. Die mag ich mittlerweile richtig gerne. Die wurde mir mal von einer Abonnentin empfohlen und anfangs fand ich es okay. Aber mittlerweile mag ich sie wirklich richtig gerne. Die macht auch so Daily Vlogs, aber ich glaube, sie vloggt nicht daily, aber sie macht auf jeden Fall auch Vlogs. Und hat auch ein kleines Kind. Und ihre Schnitttechnik ist ganz besonders. Und dann unterlegt sie teilweise die Videoschnitte noch mit einem Text, der auch immer ganz witzig ist. Achso, ein Hunde hat sie auch noch. Es geht los. Also sie schaue ich auch gerne. Vor allem in letzter Zeit. Ich glaube, das ist eine Hochzeit. Die haben eine Live-Glaskapelle. Naja, ich hole mir jetzt erstmal was zu essen. Ich habe großen Hunger. Mittagessen ist auch schon längst vorbei. Hallo. Ich wollte sagen Mittagsessenszeit. Mittagsessenszeit. Mittagessenszeit, nicht Mittag. Ja. Gott, sehe ich aus. Uiuiui. Die schlechten Nächte machen sich bemerkbar. Also ich habe jetzt doch nichts mehr zu essen mir geholt, sondern ich esse daheim ein Brot. Und ich war noch bei DM und habe mir ein neues Deo mitgenommen. Und zwar habe ich dieses Mal von Dove Soft Feel mitgenommen. 48 Stunden. Lotte. Ich habe von heute früh noch alles oben stehen. Und Lotte ist jetzt hier unten drin. Da. Hey. Und hat ein Loch. Hast du ein Loch reingebissen? Nein, zum Glück nicht. Ach Mann. Der Hase. Naja, auf jeden Fall habe ich das Deo mitgenommen. Ich hatte das bisher noch nie. Erst wollte ich eins von Rexona mitnehmen. Ich habe ja meistens ein Deo von Rexona. Aber dann fand ich das so schön, weil es rosa ist. Und ich glaube, es riecht auch ganz angenehm. Und dann habe ich noch überlegt, ob ich vielleicht ein... Was steht da? Ein Viertel. Keine Ahnung.
Dann habe ich überlegt, ob ich vielleicht... So, ich muss mich so hinsetzen. Das sieht einfach besser aus. Magst du raus, Lotte? Ja? Gleich. Habe ich überlegt, ob ich nochmal einen Aluminiumpreis-Deo ausprobieren soll. Ich hatte ja mal eins von Balea und das fand ich so schlecht. Seitdem bin ich wirklich abgeschreckt von aluminiumfreien Deos. Aber vielleicht habt ihr ja ein Deo, das aluminiumfrei ist, welches ihr empfehlen könnt. Was ich nicht so gerne mag, sind, ich weiß nicht, CD hat, glaube ich, aluminiumfreie Deos, aber ich mag den Duft nicht. Ich hatte mal eins davon und das hat gerochen wie alte Oma. Und ich habe die ganze Zeit dieses Duft von diesem Deo gerochen und das fand ich so unangenehm. Und so wie alte Oma, dass ich... Nee, das habe ich dann auch nicht zu Ende aufgebraucht. Von der Wirkung fand ich das jetzt auch nicht so gut. Dann hatte ich ja, wie gesagt, das von Balea. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Ich habe es euch bestimmt auf meinem Beauty-Kanal in einem Aufgebraucht- oder Flop-Video gezeigt oder auch in einem Haul-Video. Auf jeden Fall, das war so schlecht. Also ich hatte noch nie so ein schlechtes Deo. Und seitdem bin ich halt aluminiumfreien Deos ein bisschen skeptisch eingestellt. Aber ich dachte, naja, ja... Also ich achte jetzt eigentlich nicht drauf, aber falls ihr eins empfehlen könnt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, dann kann ich das mir ja vielleicht mal anschauen. Aber jetzt probiere ich erstmal das aus und ich finde das echt hübsch von der Verpackung, so in zartrosa. Und ich mag ja auch nicht, wenn Deo so aufdringlich riecht, das mag ich gar nicht. Bei mir muss es wirklich ganz dezent sein und ganz zart. Ich mag auch keine fruchtigen Düfte oder zu spritzige Düfte, also es muss wirklich ganz... zart und feminin sein und das hat auf jeden Fall so geduftet. Jetzt muss es nur noch von der Wirksamkeit her gut sein, dann bin ich zufrieden. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.